einem prächtigen, schönen, guten Tag. Lang ist es her gewesen und hier befinden wir uns auf einer schönen, entspannten Abendfahrt in Susi 3, der Aerosoft Edition, heute mit dem ICE 1, genau, der BR-401 von Celle nach Hamburg-Harburg, oder eher gesagt von Chur nach Hamburg-Altona. Wir haben 358 Meter Länge und könnten 280 Kilometer pro Stunde fahren. Zelle halten wir sowieso nicht an, sehe ich jetzt hier gerade auf dem Buchfahrplan, sondern wir fahren gleich durch bis nach Hamburg-Harburg. Wir haben keine Halte, wir fahren komplett durch. Aufgegleist werden wir um 20.35 Uhr. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier, ich sag mal, keine allzu großen Zeitsprünge machen, denn ansonsten, ja, fangen wir hier wieder an mit Verspätungen und das ist nicht gerade schön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ein bisschen Vorbereitung auf TSW 3, ne? Ich habe es mir lang gewünscht, dass ein ICE 1 ins Spiel kommt. Die BR-401. Es ist... Ich fand es schade, dass da zum Beispiel zum Geburtstag das ICE oder ICE 1 irgendwie so, glaube der ICE hatte ja Geburtstag gehabt. Ich glaube, letztes Jahr habe ich dazu einen Kommentar geschrieben. Und da fand ich es schon schade, dass es kein Add-on dazu gab. Na, für TSW 2 kein ICE 1. Aber die Gebete wurden erhört. Und ich denke mal, ich war nicht der Einzige, der sich darüber gefreut hat, als beim Trailer zu TSW 3 der ICE 1 zu sehen war. Und dann noch mit so einer schönen langen Strecke hier mit 186 Kilometern hier von Kassel bis nach Würzburg. Herrlich. Herrlich. Ist schon alles vorbestellt für die PS5. Schauen wir uns dann alles im Detail an, wenn es dann released ist, ne? Da freue ich mich schon richtig drauf. Ein bisschen müssen wir noch warten. So. Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt müssen wir kleinere Sprünge machen. Jetzt werden wir hier im Moment aufgegleist. Zack. So, da sind wir. Na. Jetzt. Ist alles soweit in bester Ordnung. Wir können ja mal gucken. Da ist er. Da ist das gute Stück. Schön. Herrlich. Mit dem schicken Teil, wenn wir jetzt mal fahren, gehen wir auch zurück hier in unser Pult. Und ich glaube, wir können auch sogar schon fahren, oder? Ja. Die ganze Fahrt soll ungefähr 40 Minuten dauern, halt gesehen. Ja, also an die eine Stunde. Cool. Ja,
Ich weiß nicht, ob man den Buchfahrplan hier sieht, deswegen mache ich den mal hier ein bisschen runter. Bei den letzten Malen hat man den nicht gesehen, deswegen. Jetzt muss ich auch erstmal reinkommen, habe schon lange keinen Zusi mehr gespielt. So. Hier steht nicht, wie schnell wir fahren dürfen, deswegen rate ich es einfach mal. Ach ja, doch, hier, 160 dürfen wir fahren. Können wir mal ein bisschen mehr Stoff heben. Dachte ich mir hier so eine kleine Armfahrt nach langer Zeit. Es ist ein bisschen mehr Susi, muss ich auch dazu sagen. In der letzten Zeit ist wirklich viel Susi. Das wird sich dann natürlich auch ändern im Laufe der Zeit. Bin jetzt wieder dabei, ein bisschen zu gucken wegen Omsi. Da ist neuer Content jetzt gekauft worden. Dass man sich da mal Omsi wieder anguckt. Ansonsten bin ich eigentlich ganz, ja, flexibel. Da jetzt mal, um mal wieder die Konsole anzuschmeißen und da nochmal ein bisschen was zu liefern. Gerade jetzt, was auch TSW 2 und Overwatch und so zu tun hat. Bin ich ein bisschen in, Vergessenheit geraten, aber jetzt ist ja eh Urlaub, also kann man ja auch ein bisschen was noch machen. Kommt alles noch. So. Ich weiß auf jeden Fall, da kommt eine langsame Fahrstelle gleich. Ganz doll Sifa. Ich weiß nicht, wie man die Zeit da oben wegkriegt, aber... Ups. Ich will eigentlich nur die Zeit da oben wegkriegen, aber okay. Ab vom Wald mit. Genau. Jetzt müsste die Stelle ja gleich kommen hier, die Langsamfahrstelle. Herrlich. Könnte man sich schon fast den ganzen Tag anhören, ehrlich gesagt. Gucken wir mal, ob ich Susi verlernt habe oder ob ich immer noch, na, recht gut mit dabei bin. 150 ist erlaubt. Müssen wir mal gucken. Endstelle ist da. Also noch steht... Ja, steht ein bisschen in Frage, könnte man sagen. Also... Irgendwo muss ja auch hier die PCB gleich angehen. Ich muss mal hier ein bisschen runter scrollen. Jetzt sind wir ja schon bei 45.2. Und auf dem Buchfahrplan war ich noch oben bei Celle. Beim Güterbahnhof müsste gewesen sein. Ja, hier, LCB. Ups. Ach, guck mal, eine einzelne Lok. Moin. Genau. 200 ist gegeben. Dann fahren wir auch 200. Das lasse ich mir noch... Das lasse ich mir doch nicht nehmen. Wenn ich 200 fahren darf, dann gib ihm, Alter. Und hier so eine schöne Armfahrt mit einem ICE-1. Das ist ja auch mal was Tolles. Gerade auch Susi, wo man ein bisschen die grauen Zellen anstrengen kann. Jetzt sind wir ja noch im LCB-Modus, also alles ganz entspannt. Die Strecke bin ich auch sogar schon mit dem ICE-3 gefahren, mit der 403.
Und es ging ganz gut, habe ich auch so eine Stunde gebraucht, bin auch ganz schön auf Kilometer gekommen. Was ich da nur verpasst habe, ich hätte in hier hinten in Zelle anhalten müssen und ja, ups, leider nicht gemacht. Ansonsten steht hier in Reihe 4 ja nichts. Also wir haben wirklich nur einen Halt und das ist Hamburg-Harburg. Wo ich mit dem ICE 3 gefahren bin, hatte ich ja noch zwischendurch noch ein paar Haltepunkte, Lüneburg oder so, oder irgendwo noch weit vor Hamburg, hätte ich da noch halten müssen. Oder da sollte und musste ich sogar halten. Aber hier haben wir freie Fahrt. Kick mal, der ist sogar ausgewichen, danke dafür. Er ist auf dem Ausweichgleis und wir haben jetzt eine Überholfahrt. Das sind diese sogenannten Überholgleise hier, ne, Ausweichgleise, dass dann schnellere Züge auch nahtlos vorbeifahren können. Also wie wir ja wissen, ein Güterzug, der darf ja leider nicht so schnell fahren, ne? Und das finde ich auch schon berechtigt. Denn wenn er zum Beispiel jetzt hier Kessel oder so mit dabei hat, die oder Chlor oder irgendwas anderes, was richtig schnell zu einer Katastrophe enden kann oder führen kann, ne? Da will ich doch nicht so einen Zug mit 160 oder 180 Brettern sehen. Auf gar keinen Fall. Das ist schon cool. Es kann natürlich auch mal sein, dass es eine Überholfahrt gibt, wo dann zum Beispiel der Regionalzug hier auf diesem Gleis fährt und der ICE oder IC fährt dann auf der linken Seite oder der EC und überholt dann und irgendwo schert er dann wieder ein. Das ist auch cool. Schön auf KS1 gesteuert oder KS2. Fährt er hier lang, vorbei, überholt. Moin Metronom, moin moin. Und alles nahtlos. Das hatten wir, wo ich mit dem lieben Doggo in Hamburg war im Juni. Hatten wir auch gehabt auf dem Rückweg. Ist auf einmal an uns ein ICE vorbeigeschossen. Und dann kam irgendwie das Verrücktere, denke ich jetzt mal. Da sind wir selber auf dem linken Gleis rüber gewechselt und auf dem rechten Gleis ist der ICE vorbeigefahren. Dann gab es irgendwie noch Schwierigkeiten beim Umlenken, warum auch immer. Und vorne weg ist noch ein ICE fahren. Irgendwie alles kompliziert. Bis wir an irgendeinem Bahnhof dann auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig oder so gehalten haben. Da hat aber der TF nochmal frühzeitig eine Information rausgegeben, dass man nicht planmäßig auf dem Gleis Richtung Schwerin stehen, auf dem Bahnsteig, sondern auf der anderen Seite Richtung Hamburg. Da hat er natürlich dann noch ein bisschen mehr Zeit eingeplant, alles abgesprochen gewesen, war schon irgendwie ganz, ja, was soll ich denn sagen, das war chaotisch, aber auch mal schön mit anzusehen. Also, könnte ich mir gar nicht vorstellen, ne? Weil man denkt sich ja sonst immer nur, hier geht's von einer Richtung zur nächsten. Wisst ihr, was ich meine? Also hier nur rechte Spur und da linke Spuren zurück. Aber wenn man da so sieht, dass ein Zug auch auf dem linken Gleis schneller fährt und da kommt kein Gegenzug und dann schert er irgendwo ein und der Zug, der überholt wird, der wird verlangsamt, dass er auch nahtlos vorbeifahren kann. Ah, heula die Waldfee. Oh. 80. Dann ist noch jemand vor uns, wenn wir auf 80 runter müssen. Noch haben wir keine Bremskurve, aber ich würde doch schon mal ein bisschen abbremsen wollen.
zur Sicherheit. Weil wenn der rote Pinökel da, der Kleine, anfängt runterzulaufen und du bist dann darüber, ist wie beim ETCS. Der ECTS? ETCS, so rum. Oder? Bei dem war es auch hier, bei TSW hier die Bahnstrecke Luzern zur See hat. Was man hier bei Zusi auch fahren kann. ETCS, genau. Da wirst du ja auch gesteuert. Da hast du auch eine Bremskurve. Und wenn du dich daran nicht hältst und drüber fährst, na, dann kriegst du eine Zwangse. Und das willst du nicht. Aber wir haben ja noch 6 Kilometer, also könnten wir ruhig noch mal ein bisschen beschleunigen. Würde ich jetzt mal sagen. Wir sind jetzt bei 66. Ja. Bremskurve haben wir noch nie. Ich finde es auch herrlich, wie man mit so einem einfachen Video ganz viele User erreichen kann, die dann ihre Erfahrungen und ne, ihren Beitrag dann dazu leisten, dass man selber dann sich noch verbessern und korrigieren kann. Und das ist schön. So muss es sein. Und alles auf einem schönen sachlichen Niveau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir unter 4 Kilometer. Jetzt müsste, wenn wir auf 80 fahren sollen. Ja. So, eigentlich mal bald die Bremskurve kommen. Es würde mich wundern, wenn... Ah ja, da kommt sie. Da kommt sie. Da kommt sie. Da, noch sind wir unter dem Pinökel. Aber lieber wäre es mir, wenn wir... Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir doch ein bisschen mehr bremsen. Ah, guck mal, da wird es angezeigt. 80 erwarten. Jetzt haben wir es quittiert. Müssen wir uns dann bestimmt auch mal auf frei oder so dann noch quittieren. Oh, oh, oh. Ja. Den Zug mal ein bisschen kommen lassen. Ah, kick mal, genau perfekt. Da ist unser Signal. Aber wir haben keinen Halt hier. Wir wären, denke ich mal, auch viel zu lang für diesen Bahnsteig. Also, jetzt haben wir erstmal 80 Fahrt hier. Das steht sogar auch in dem Buchfahrplan, glaube ich, oder? Nee. Steht nie drinne. Aber ich habe ja auch den, Schalter auf irgendwie 1, noch was, also schon ein bisschen höher gestellt. Da kann es auch schon mal sein, dass man auf einem nicht planmäßigen Gleis rüberfahren muss. Warum das jetzt so gemacht ist, keine Ahnung. Ich denke mal, um zu gucken, dass man reagiert. Ne? Also das ist ja auch zur Schulung da, ne? Ob der TF sich an plötzlichen Veränderungen anpassen kann. Zum Beispiel wie jetzt hier auf einmal hast du 80, musst du rüberfahren.
Kann ja immer mal was sein. Jetzt kommt nochmal die LCB. Nicht mehr die punktförmige Zugbeeinflussung, sondern die linienführende Zugbeeinflussung. Und jetzt dürfen wir auch wieder auf 200 hoch. Dank der LCB, der liniengeführten Zugbeeinflussung. Ich glaube, die S-Bahn Berlin, die nutzt das auch überwiegend. Also natürlich auch PCB. Aber gerade so in dem Bereich hier Berliner Ring, ne? Hier so Berliner S-Bahn-Ring oder Nord-Süd-Verbindung. Wo halt gerade auch hier die Achse nach Alexanderplatz hier mit Ostbahnhof, Ostkreuz, Warschauer Straße, da ist ja so viel Betrieb, da ist ja, da kommt ja alle zusammen. Da hast du Züge, die fahren so viele verschiedene Linien, nicht alle, aber viele. Und die fahren da schon. Oh, Trainspotter. Bisschen spät mit der Hupe, aber besser spät als nie. Und die fahren dann 2-5 Minuten, Takt manchmal auch 10, aber ganz schön enge. Holla die Waldfee. Denke ich mal auch, dass man da mehr so mit LCB arbeitet. Auch ganz viel mit KS habe ich gesehen. Mit KS-Signalen. Aber die LCB wird auch in Berlin genutzt, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir einen Halt. In 8 Kilometern sind wir bei 79 gerade erstmal. Moin, Kollege. Moin. Schöner Zug. Und dann in ein paar Wochen in TSW-Grafik mit der Unreal Engine 5. Da sehe ich mich drinne. Müssen wir mal gucken. 81,7. Genau, jetzt kommt hier nochmal LCB irgendwo. Da. In 6 Kilometern ist er schon halt. Laut LCB. Dann kommt schon Uelzen. Klein Süstedt. Uelzen. Muss ich mich ein bisschen konzentrieren hier, dass ich dann auch die Bremskurve mitkriege. Ich will mal versuchen, nach langer Zeit mal keine Zwangse zu bekommen. Kicken. Das ist ein 83. Da sind wir jetzt bei Suderburg. 84. Genau. Zack. Quittieren. Vorsicht, Kollegen. Können wir ja schon mal Gas runternehmen. Ich fahre hier mit knapp 200 durch einen kleinen Bahnhof. Da können wir schon mal ein bisschen sagen, hey Freunde, pass mal auf. Da kommt was angeschossen. Ne? Ich glaube nicht, dass man bei so einem schweren Koloss als rote Farbe enden möchte. Als Gulasch. Glaube ich eher weniger. Da ist auf einmal so ein Peppa Pig 1000er Puzzle. Ah, muss nicht unbedingt sein. Okay. Wo wir rübergefahren sind, ist aus dem Gelb anscheinend ein Grün geworden, sodass wir erst wieder einen 8 Kilometer Halt haben. Also können wir wieder hoch auf 200. Interessant.
Ich habe mich schon gewundert, ob ich jetzt hier einen Fehler gemacht habe oder nicht. Aber anscheinend ist alles regelkonform. Ich beschwere mich nicht. Wieder hoch auf 200 und gib ihm. Da mache ich keine halben Sachen. Ja, Sifa. Jetzt müssen wir gleich an Klein-Süstedt vorbeikommen. Wenn ich jetzt hier richtig lese, kleiner Augenblick, 89,4 bei 90,8 da hinten, da kommt der Bahnhof. Einmal nochmal Makro, einmal für die Trainspotter und einmal für die Sicherheit. 2, 3, 4. Ach, kick mal. Es war bestimmt er hier, der fürs gelbe Signal gesorgt hat. Na, Kollege. Noch einer, der überholt wird. Tschüss. So. Jetzt haben wir ja noch wieder 4 Kilometer. Schon mal vom Gas runtergehen. Jupp. Quietschi. Immer schön den kleine Pinökelchen da beobachten. Wenn es anfängt runter zu laufen, muss ich dann bremsen. Wie gehabt. Aber mal gucken. Ja, jetzt. Er hat nur darauf gewartet, dass ich mal kurz nach vorne gucke. Aber nicht mit mir. Noch ist alles gut. Wir sind in einer guten Bremskurve. Kick mal, schön akkurat. Das müsste jetzt Uelzen sein. Okay. Sicher. 130, genau. Da. Uelzen Güterbahnhof. Dann fahren wir dann auch schon mal 130. Wird auch bei der LCB gesagt, dass ich das machen soll. Also machen wir das doch. Moin. Da. Da steht ein einsamer Metronom. Oh. Das war bestimmt auch der Auslöser. Einmal Zugdurchfahrt, Vorsicht. Wir sind schnell und schwer. 840 Tonnen, ehrlich gesagt. Nö. Nordzucker. Nordzucker. Oh, lecker mio, sag mal. Boah, was wollen sie denn jetzt hier alle mit ihren Benachrichtigungen? Junge, moin. 21 Uhr, dann haben wir jetzt noch eine halbe Stunde. Mensch, krass. Eine halbe Stunde sind wir gefahren und, eine halbe Stunde haben wir noch. Oh, ein HL-Signal. Cool. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ist ja die 160 Fahrstelle und dann kommt auch bald 180, 110. Da ist Lüneburg. 98. Ja, hier sind wir. Bei SPK 65, glaube. 90. Ja, 63 müsste jetzt gleich kommen hier. 99. Ja, hier müsste eigentlich gleich ein Signal kommen. So, 180 dürfen wir fahren, also gehen wir auch schon mal hoch. 180. Bei Kilometer 100, genau, da war Signal
63, wenn ich jetzt richtig gucke, oder? Ja. Jetzt dürfen wir auch 200 fahren, geil. Hey, wer kommt denn da? Noch ein Auto, noch ein Containerzug, moin. Mit einer 185, wenn ich richtig gekickt habe. Bei 146 ist ja, soweit ich weiß, ja die Personenverkehr-Variante. Und für Güter gibt es ja die 185, ne? Dann gibt es ja wie bei der 187, ne? Da gibt es ja auch die 147, die ist ja für Personenverkehr. Die Trax 3 und die 187 ist ja für Güter. Ganz oft vertreten hier in Berlin ist die 147 natürlich. Gerade als Flughafenexpress von Berlin Hauptbahnhof Tief nach Flughafen Berlin-Schönefeld oder nee, Flughafen Schönefeld existiert in dem Sinne nicht mehr. Flughafen Berlin Brandenburg Terminal 1 bis 2 und 5 ist ja Schönefeld. Schon wieder ein Containerzug, moin. Ach ja, Schönefeld. So viele Erinnerungen. Nach der Schule immer abgeholt geworden und dann ab nach geholt geworden, beholt worden. Abgeholt worden. Dann ab nach Schönefeld. Flugzeuge beobachten. Und beim Schönefelder Flughafen auf der Personenbesucher-Terrasse da, oder wie man das nennt, oder Terrasse für Besucher, da konntest du dann schön alles beobachten, wie die Flugzeuge fertig gemacht wurden, wie die abgehoben sind und alles gelandet. Helikopter, die vorbeigeflogen sind. Und dann gab es noch einen richtig schönen Rennsimulator. Den habe ich geliebt. Das Essen und Trinken war auch immer ganz schön gewesen. Hoppala, jetzt müssen wir ein bisschen abbremsen. Ja, kick mal hier. Moin, moin. Der ist bestimmt auf Überholung. Mal kicken. Ja, schade. Wienbüttel müsste das jetzt sein, oder? 109? Nee, noch nicht. Bad Bevensen. Oder Bevensen ist das hier. Bad Bevensen. Dann kommt dann Wienbüttel. Bei 118,6, also ungefähr 9 Kilometer, kommt Wienbüttel. Und dann bei 126 kommt dann Deutsch-Ewan. Dann kommt noch Lüneburg, nach Lüneburg Badowick, Radbruch, Winsen bei Luhe. Dann kommt der Abzweig Aßhausen, Maschen, Meckefeld, Moyen. So, und dann kommt schon die Einfahrt nach Hamburg, Harburg. Da gibt es auch zahlreiche Videos hier mit TFs, die zu schnell waren und jetzt dann zu früh und irgendwo waren oder so, oder immer mit dem Signal. Das bekannteste Video ist ja mit dem Flixtrain-Fahrer, der gesagt hat, wir erreichen jetzt in Kürze Hamburg, Harburg. Und weil ich zu schnell gefahren bin oder irgendwie so, oder was hat er gesagt, haben wir heute eine Verfrühung der Ankunft um 5 oder 10 Minuten, hat er irgendwie so gesagt. Und dann standen sie erstmal kurz noch am roten Signal. Soweit ich weiß. Also ist ganz cool. Muss man ja trotzdem erstmal schaffen. Man hat ja nicht so viele Haltepunkte, ne? Aber es gibt ja noch mehr Züge auf der Strecke. Und da ist es schon alle, ne, Chapeau, dass man es da schafft, 5 Minuten früher da zu sein. Respekt. Und
116 sind wir gerade. Jetzt kommt dann gleich Bienenbüttel. Hinter der Kurve, denke ich jetzt mal, kommt dann Bienenbüttel. Na, mal gucken. Hier kommt eine Brücke. 117. Bei 118 kommt der Bahnhof. Also gleich hier irgendwo hinter der Ecke kommt doch schon Bienenbüttel. Ja, da. Na, man kann ja nicht vorsichtig genug sein, ne? Können ja immer noch Personen hier irgendwo auf dem Bahnsteig sein oder Tiere oder irgendwie. Da gibst du einmal Vollstopp, ne? 3-4 Sekunden. Mit deinem Makro. Und dann sollte es eigentlich geregelt sein. Aber es gibt immer Schwachmaten und Idioten, die trotzdem übers Gleis laufen. Trotz, wenn da so ein tonnenschwerer Zug angerast kommt. Und da der TF ja nicht sehen oder wissen kann, ob er jetzt wirklich die Person mitgenommen hat, muss er natürlich erstmal eine Zwangsjacke einlegen. Und das kostet Zeit und Nerven. Und wenn dann wirklich der Fall des Falles eingetreten ist, dass dann wirklich die Person oder das Team mitgenommen hast. Eieiei. Schwierig. Es ist ein schwieriges Thema, aber es gebührt doch allen Mitleid und Respekt. Nicht nur dem, ich sag jetzt mal, dem Geschadeten oder Geschädigten, weil das Wort mit O, auch wenn man so sagt, hier mit Opfer und so, will ich jetzt mal nicht so sagen, sondern eher der Geschädigte, die kriegen immer zu viel Mitleid, finde ich. Ne? Sollen sie auch kriegen, ist alles in Ordnung. Ich meine, wenn es eine beste Freundin oder so wäre, würde es mir nicht anders gehen. Aber da wird immer auch die Person dahinter vergessen, die das lange, tonnenschwere Gefährt gefahren ist. Der ist dann auch entweder für sein ganzes Leben oder für eine geraume, lange Zeit geschädigt. Und der setzt sich dann erstmal nicht mehr hinter so einem Zug an Steuer. Der ist dann erstmal weg. Das wird meistens immer übersehen und nicht dran gedacht. Dass jeder trauert und so, ne, ist selbstverständlich, dass, auch wenn man die Person dann selber nicht kennt, wenn man dann zum Beispiel nur Fahrgast war, dann fühlt man und leidet man doch schon mit, ne, weil es ja wie in der Pflege, im Krankenhaus oder so, das kann ja immer noch ein Angehöriger von dir selbst sein, der da liegt. Entweder lebend oder nicht. Ja. Aber man darf ja immer nicht vergessen, es gab ja jemanden, der das Gefährt gefahren ist. Es sei denn, es ist autonom, aber das ist jetzt noch nicht mehr so verbreitet und darum geht es ja jetzt ja auch nicht. Ja. Also ist ein sehr ausgiebiges Thema. Also, ja. Da wissen wir eigentlich alle Moin, wie man da reagieren würde. Und klar vergisst man dann erstmal die Person dahinter, aber an die wird leider nicht so oft gedacht. Oder fast gar nicht. Aber darum soll es ja jetzt auch nicht mehr gehen. Ne? Aber es finde ich auch mal schön, wenn man es mal ansprechen kann, weil es ja halt ein bisschen im Hintergrund vergessen wird. Aber das denke ich mal, das ist bei vielen Berufen so, dass da meist immer die Anerkennung, das Mitgefühl, Mitleid bei der Person dahinter immer fehlt. Sei es jetzt hier als... Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Sorry, da habe ich jetzt gepennt. Lüneburg. Beispiel in der Pflege.
ne? Im Krankenhaus. Der Geliebte wird behandelt, mit allen Mitteln versorgt. Hauptsache irgendwie wieder am Leben erhalten, wenn keine Patientenverfügung vorliegt, ne? Und am Ende dann ist der Kampf verloren, ne? Und klar, die erste Reaktion ist immer, Scheiße, mein Geliebter ist tot. Was habt ihr gemacht? Ich dachte, ihr könnt das. Ich dachte, ihr seid Profis. Da geht doch keiner hops, da geht doch keiner flöten. Das wird immer vergessen. Dass man alles gibt, moin, dass man alles gibt, was in den Händen liegt, ne? Und man vergisst dann leider auch, dass die Person dahinter, die da alles probiert hat, ihm zu helfen oder ihr, ne, selber dran leidet, ne? Also das kriegt man vielleicht unterbewusst gar nicht mit, aber wenn du dann noch Anschuldigungen bekommst, die können unterbewusst sein, das kann bewusst sein, das ist jetzt erstmal dahingestellt, ne, das weiß man ja nicht. Meistens ist es ja immer aus Effekt, dass man immer gleich denjenigen schuldig macht, der natürlich dahinter steht, aber nie, ne, Person dahinter mal schaut, wie es der geht. Hat alles probiert, hat alles getan, sieht das Elend, versucht alles Beste draus zu machen, dass dieser Person wieder gut geht. Dass die Person wieder zu ihren Angehörigen kann, in dem Zustand, wie man die Person kennt, oder in dem bestmöglichen Zustand. Und wenn dann, ja, ist wie so ein Schlag ins Gesicht. Oder auch bei Rettungskräften generell, ne? Feuerwehr, Polizei, Armee, Rettungsdienst, THW, DLRG, gibt's, also das kann man eigentlich auf Dutzende, fast schon hunderte Berufe auslegen, dieses Schema, dieses Thema, und das ist ganz schön, ja, tiefgründig und weit. Da kann man sich Loch und Löcher diskutieren. Dass man mehr Löcher hat als ein Schweizer Käse. Das ist einfach so. Umso schöner ist es dann, und das ist dann auch immer ein schönes Lächeln ins Gesicht, wenn du zum Beispiel einen stressigen Tag hattest. Du hast viel Elend und Leid gesehen, und dann, da finde ich diese Videos immer ganz schön, wenn du dann zum Beispiel Krankenschwester bist oder Krankenpfleger und du siehst eine Patientin oder einen Patient, der nach einem Autounfall fast komplett demoliert ankam, wo die Hoffnung sehr gering war, dass die Person überhaupt noch mal laufen kann und so oder sich rehabilitieren kann. Und dann kommt diese Person, da gibt es ja auch ein Video davon, im Rollstuhl zu dir in die Klinik, steht vor dir, und da bist du auch erstmal glücklich. Die Person lebt, die ist wohl auf, auch wenn sie im Rollstuhl sitzt, aber ihr geht's gut. Man hat das Beste getan, ihr geht's gut, und dann auf einmal steht die Person auf, woran du ja gar nicht mehr geglaubt hast, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Du hast nicht dran geglaubt. Du hast zwar irgendwo fest im Hinterstübchen ein kleines bisschen Hoffnung gehabt, aber es war nicht sicher. Aber ihr habt nicht aufgegeben. Und jetzt ist die Person vor dir und steht einfach auf und kann dich in den Arm nehmen. Ja, und das sind all so eine Sachen, die dann den Job leichter machen, was dann wieder ein Lächeln moin ins Gesicht zaubert. Oder wenn bei der Feuerwehr, wenn die Kinder dann selbstgezeichnete Bilder dann mitbringen oder sich über Kleinigkeiten freuen, wie sich mal ins Auto zu setzen oder so. Es sind so eine kleinen Dinge. Das bereitet dann einen doch schon Freude. Große Freude. Oder bei Bauarbeitern, wenn sie in der prallen Sonne arbeiten, ne,
Wie heißt es so schön? Einer muss es machen. Wer sonst, wenn sie nicht? Wenn sie dann in der prallen Sonne arbeiten, sich schon oberfrei ausziehen müssen, ne? Oberkörperfrei. Und da kommt jemand mit kleinen Snacks vorbei oder mit einem Sechserträger Wasser oder irgendwie so und stellt es einfach hin oder sagt, hier, nimmt, vielen Dank und ne, so eine Kleinigkeiten. Und schon, ne? Also da kann man, denke ich mal, ganz schön weit die Rute auswerfen, dann kriegt man einen richtig großen Fisch raus. Aber es ist ein doch schon sehr anspruchsvolles, tiefes Thema, was schon richtig, richtig schön reindrückt in die Materie. Deswegen, also, das wäre zum Beispiel ein Thema, was man sich für einen Podcast oder so aufheben kann. Würde ich jetzt mal so sagen. Da kann man ja Loch und Löcher dann diskutieren und quatschen. Dann kann man ja noch andere Leute mit ins Boot holen, die dann auch miteinander dann sich unterhalten. Eigene Meinung austauschen, Erfahrungen. Also, ja, finde ich schon gut. Aber ich merke auch das Thema, dass es holt schon, es schweift ein bisschen aus. Da sehe ich schon SpongeBob so ein bisschen so Ausschweifungen. Aber denke ich mal, da könnte man jetzt hier einen gesunden Cut setzen mit dem Thema. Dass wir uns hier auf der Strecke noch mal ein bisschen im letzten Meter noch konzentrieren. Ich muss mich sowieso mal konzentrieren. Wir sind, glaube ich, auch sogar sehr gut in der Zeit. Es ist 21.19 Uhr. Ja, an 2 Kilometern sollten wir eigentlich an dem Abzweig sein. Abhausen? Asshausen? Asshausen. Ah, da kam ja einiges dazwischen. Jetzt auch das rote Signal da vorne. Oh. Ich hab nichts gesagt. Aber es ist halt gelb, ne? Also, wir sehen ja da den kleinen Pinökel da, der da trotzdem runtergeht. Da oben, da, der kleine rote. Also, ich denke mal, wir werden jetzt hier an einer Langsamfahrt nicht dran herumkommen. Oh, das Schild hängt ein bisschen auf 8:30. Also irgendein Zug muss da vorne sein Unwesen treiben, dass wir hier die ganze Zeit mit 90 tuckern. Oh, es ist schon 1 Minute Verspätung. Ich sehe uns auch schon mit einer, na, ich sag mal 5 Minuten Verspätung in Hamburg-Harburg. Warum auch immer. Ja. Ah, ist zu grün gewechselt. Cool. Und wir waren sogar kurz vor dem Ziel, sage ich schon, Signal und haben das mal gesehen. Cool. 154, das ist hier. Das ist Asshausen. Ja, mecker nicht mit mir. Ich hab dich gesehen. Du darfst ein bisschen meckern, aber nicht so viel meckern. Jetzt haben wir grün. Also, die ganze Zeit kriegen wir eine Bremskurve und grün und gelb und rot und gelb und grün und gelb und grün und grün und gelb und rot. Also, schon cool. Da ist grün, aber anscheinend ist dahinter wieder gelb und dann wieder rot. Ja. Moin, eine 111. Cool.
Man traut sich irgendwie nicht so richtig Gas zu geben, weil ja dann eh die Bremskurve kommt. Aber jetzt sind wir bei 156. Also wir liegen schon ein bisschen hinter dem Fahrplan. Ganz kleine bisschen. Noch ist alles grün, aber die Bremskurve, die geht immer weiter runter. Aber wir können ja hier ruhig schon ein bisschen Gas geben, bis der kleine Pinökel hier kommt. Dauert. Siehst du? Jetzt ist es auf 200 gesprungen und geht wieder runter. Also da ist ein Zug vor uns. Aber der beschleunigt auch, denn sonst könnten wir jetzt nicht so hochfahren. Moin. Ein sehr gemischter Zug. Jetzt sollte ich aber mal langsam abbremsen, denn da kommt die Nadel. Das kleine Pinökelchen. 160, okay. Aber trotzdem kommt die kleine Bremskurve da immer, die kleine Haarnadel. Ich bleib einfach mal unter 150, da kann ich nichts verkehrt machen. So, wir sind jetzt bei 159. Ja, 2 Minuten Verspätung. Ei, ei, ei. 160. Ja, jetzt kommt gleich Maschen. Maschen-Personenbahnhof. Ja, 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 nicht meckern. Ich bleibe einfach mal unter 150. Wenn der Zug weiterhin so fährt da vorne, dann können wir eigentlich auch mit 100, ja, siehst du, sag ich ja, können wir mit unter 150 hier durch den Abend fahren. Aber so ein stumpfes Gefühl sagt mir, dass wir trotzdem doch unter 150 fahren müssen. Wollen wir aber mal nicht so hoch prognostizieren. Oder irgendwie so, mein Deutsch nicht gut. Ja, siehst du, abbremsen. Prognostizieren. Oder irgendwie so, mein Deutsch ist nicht gut. Da. LCB ist umgesprungen. Signal ist umgesprungen. Also eine sehr verrückte Einfahrt hier. Jetzt müssen wir gleich im Meckelfeld sein. Oh. Aber ich glaube, das P, das war nicht zum Pfeifen gedacht, sondern für was ganz anderes. Aber egal. Ja, ich hab's gemacht. Ah, PCB Ende. Ah, kick mal da. Es war bestimmt der da links gewesen. Aber jetzt dürfen wir bestimmt auch mit 160 fahren, wie es da angezeigt wird. Ja. Oh, endlich. Jetzt dürfen wir mit 160 noch fahren, haben grünes Licht. Es war bestimmt die einzelne Lok da vorne, die ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat. Oh. Nein. 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 Nein! Nein!
Nein! Scheiße. Zugbeeinflussung. Ach, guck mal, das ist die einzelne Lok. Das hat sie uns wieder überholt. Scheiße. Müssen wir erstmal gucken, dass wir auf unbestimmten Raum erstmal mit 40 fahren, aber ich denke mal, dürfte auch so gehen. Gucken wir mal. Scheiße. Ich hab zu spät gebremst. Oder viel zu schwach. Oder beides. Kacke. Kacke. Kacke und das so kurz vom Ziel. Okay, meine Schuld. Wir sind auch ganz kurz vor Hamburg-Harburg. Und dann passiert so eine Kacke. Und wir haben schon Verspätung. Ich hab doch gewusst, da passiert irgendwas. Moin. Okay. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Da ist unser Wechselgleis. Kann man nicht mehr ändern. Ärgerlich. Mist. Na gut. Da ist auch schon Hamburg-Harburg. So knapp vom Ziel. Da muss ich jetzt leider meinen eigenen Popo beißen. Das war jetzt nicht so schön. Aber okay. Passiert. Wenigstens sind wir irgendwie wohlauf in Hamburg-Harburg angekommen. Oh, naja, 2 Minuten Verspätung, 2,5 Minuten kann man sagen. Ja, scheiße. Damit würde ich jetzt aber auch sagen, war es das gewesen. Vielen Dank für die Anteilnahme. Ich würde jetzt hier abwarten, bis der Zug fahren muss. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder.